Das waren drei. Sie hier. Sie hier. Sie und sie. Mal kurz in der Statistik gucken. Wir haben... Wobei, wir brauchen ja nicht mal in der Statistik gucken. Wir haben 9 Frauen. Müssten also 9 Kinder jetzt dann kriegen. Oh ja, die sind die Rohstoffe angeblich ausgegangen. Das können wir allerdings ändern. Ja. Indem wir sagen, du arbeitest jetzt da unten. Ja. Hier sind jetzt genug Steine noch in deinem Einzugsbereich. Ja, und der Schuster, der wird nichts mehr zu tun haben können. Außer Jäger, die wer was zu tun haben wird, leider. So, mal gucken. 7 sind schon. 8. Ja, wünscht sich ein Kind, sehr gut. Du hast die benötigte Warenmenge hergestellt, das heißt, du fällst weiter Holz. Du bist erfahren, kannst trainiert werden und hast den Werkzeugschmied erfunden, sehr gut. Stell mir nochmal noch ein paar Eisenwerkzeuge her. So, alle Waffenrücke, alle bis auf eine. So, Kinder sind da. Gold wird auch wieder eingelagert dann. Als nächstes wahrscheinlich Gold und Bier nur noch. Weil mehr können sie wirklich nicht mehr holen. Jetzt kommt wieder Gold. Gold und Bier, gut. Schade, dass es nicht den Befehl hier gibt in der Figurenliste oder so, dass alle Frauen einen Jungen kriegen. Er will beten. Okay, warum macht er das nicht zu Hause? Warum macht er das am Hauptgebäude? Hm.
Brauchst du eigentlich auch Religion als... Nicht als du. Du. Ja, tatsächlich. Werkzeugschmied braucht Religion. Okay, der erste ist erwachsen. Der zweite ist erwachsen. Nummer 3. Nummer 4. Dann kriegst du mal ein Mädchen und du kriegst noch einen Jungen. Erstmal. Goldmine steht schon lange leer. Du bist erwachsen. Weil dann heiratet einer meiner Farmer noch ein Mädchen. Der Junge macht den 10. Jungen. Und wenn das soweit ist, dann können wir 10 Leute auf einmal, also 10 Männer auf einmal als Soldaten. In der Zeit werden auch unsere okay, alle sind erwachsen. Wir haben 9 Zivilisten, davon sind schon 8 in der Kaserne, also können wir anfangen. Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Bogenschütze, 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 Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Ja, ich weiß, es ist gerade super spannend. Oh, du hast kein Bier. Du hast Bier. Du hast Bier, du hast Bier, du hast kein Bier. Da war ich zu schnell. So. Du bist sehr erfahren, kannst sehr gut trainiert werden. Du kannst auch trainiert werden. Töpferei steht leer, ist aber kein Problem. Wir haben noch genug Geschirr im Augenblick. Okay, Eisenwerkzeuge. Stellen wir mal auf 0. Fürs Erste, weil du hast genug Eisenwerkzeug hergestellt erstmal. Du kannst eh, glaube ich... Ah, du kannst 10 einlagern. Ah, okay. Trotzdem reicht das erstmal. Wobei. Stell noch bitte 6 her. Junge und Mädchen sind beide da. Werden älter.
Gold wird auch wieder mehr jetzt. Also in der Kaserne jedenfalls. Ja, und bald werden sie halt unsere Vorräte in der Goldschmiede ankratzen müssen, unsere Träger. Wenn die im Lager die Vorräte an Gold aufgebraucht sind. Möbelwerkstatt steht schon eine Weile leer wieder, aber das ist kein Problem. Oh, unser Steinmetz hat jetzt wieder Steinüberschuss. Sehr gut. Wie lange bis er erwachsen wird? Nicht mehr lange. Und sie... Ah, sie braucht noch einen kleinen Moment. So, du bist erwachsen. Du bist jetzt 14, das heißt, beim nächsten Tick bist du erwachsen. Also eigentlich dann, wenn du 15 werden solltest, genau. Wie heißt du? Thor Cutler, okay. Interessanter Name. So, der letzte Bogenschütze ist erstmal. Sie ist unterwegs nach da oben, das ist gut. Du hast die Warenmenge hergestellt, das ist auch okay. Da wartest du jetzt erst einmal ein bisschen. Bis wir noch die 10 Schwertkämpfer ausgebildet haben. Dann kannst du wieder Waffen herstellen. Waffen und Rüstungen. Du heiraten. So, und jetzt kann's losgehen. Jawohl. Was tut? Jo. Ja. Mit dem Kinder kriegen. Ja. Hört! Jo! Jo! Hört! So, das dürften wieder alle gewesen sein. Das sind dann unsere Schwertkämpfer, unsere 10. Für die ist auf jeden Fall noch genug Gold da. Und ja, unser Missionsziel ist es da, den Tempel einzureißen.